In den letzten paar Wochen habe ich einen Hardcore-Coaching-Marathon durchgezogen und dort ist mir verstärkt eine Sache aufgefallen. Gefühlt nutzen 90% der Spieler, die unter Diamond sind, eine League of Legends-App, die einem verschiedene Informationen über LoL zeigt, sei es vor dem Game, während dem Game oder nach dem Game. Hierbei ist es auch egal, ob es die Blitz-App ist, Mobalytics, Professor oder was es auch sonst immer gibt. Am Ende des Tages sind diese Apps alle mehr oder weniger gleich. Aber sind diese Apps denn etwas Gutes? Macht es Sinn, dass fast ausschließlich Low-Elo-Spieler diese Apps nutzen? Damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von League Opinion. Wir gehen in diesem Video drei Themen durch. Was genau machen diese Apps? Was sind die Nachteile dieser Apps? Und wie könnt ihr solche Apps viel effektiver benutzen? Bevor wir mit dem Video aber anfangen, eine wichtige Information für euch. Wie ich das auch schon angekündigt habe, werde ich im April fast gar keine Coachings mehr machen und mich ein bisschen mehr auf Solo-Queue wieder konzentrieren. Das heißt, wenn ihr euch in League of Legends irgendwie verbessern möchtet, dann checkt den Link unten in der Beschreibung ab, denn der wird euch zur Players Hub Academy führen. Das ist meine deutsche Online-Schule für League of Legends, die weitaus kostengünstiger ist als eine Coaching-Session bei mir und sich auch langfristig mehr lohnt. Solltest du in Iron bis inklusive Diamond sein, findest du dort garantiert Hilfe für deinen Solo-Queue-Climb. Und eine zweite Sache, besonders in diesem Video ist mir dein Kommentar hier wirklich sehr wichtig, denn du wirst hoffentlich zweimal in die Kommentare reinschauen. Schreib jetzt erstmal, aber ohne das Kommentar abzuschicken, folgendes: Deine Elo, wie lange du League ungefähr spielst und ob und wie lange du schon so eine App benutzt. Ganz am Ende des Videos will ich wissen, ob ich deine Meinung dazu irgendwie verändern konnte. Und damit kannst du das Video jetzt auch ganz kurz pausieren und wenn du wieder zurück bist, fangen wir dann jetzt auch an. Die meisten von euch kennen sie sowieso, aber für die Unerfahrenen unter euch, die zuvor genannten Apps haben viele verschiedene Funktionen. Teilweise kenne ich nicht mal alle, aber das ist für dieses Video nicht ganz so relevant. Aber hier die am häufigsten genutzten Features. Nummer 1, das Scouten der Teammates. Ihr kennt das alle, ihr seid in der Ranked Lobby und erstmal Multi-OP-GG nutzen, um die Mates zu tracken. Dieses Feature zeigt dir direkt an, wer deine Mates sind, was sie können und was sie vielleicht auch nicht so gut können. Zweitens, die Team-Comps. Je nachdem, welche Champions gepickt worden sind, zeigt euch die App an, was für Stärken bzw. Schwächen euer Team hat, sodass du leichter entscheiden kannst, welchen Champion du vielleicht am besten picken möchtest. Wenn die App zu dir sagt, hey, ihr habt keine Frontline, weißt du direkt Bescheid, in welche Richtung dein Pick gehen sollte. Drittens, Items, Runen und Skill Order. Mach dir nie wieder Gedanken über solche banalen Entscheidungen, nur Geringverdiener setzen sich mit sowas auseinander. Kümmere dich hundertprozentig um dein Gameplay, denn dieses Feature gibt dir direkt alles vor. Viertens, Average CS, KDA und Vision Score. Du willst deine Werte in deinem Spiel live vergleichen mit dem Durchschnitt eines Challenger-Spielers? Dann gar kein Problem, denn dieses Feature zeigt dir im Spiel direkt an, was du haben solltest. Fünftens, die Postgame-Stats. Hast du zu wenig gegankt als Jungler? Zu wenig gefarmt vielleicht? Oder auch zu wenig gewardet? Kein Problem, nach dem Game gibt es noch eine Analyse für dein Spiel. Das sind auch die mir gängigsten Features, die diese Apps haben. Es gibt da bestimmt noch hier und da um einiges mehr. Ihr kennt euch da auch wahrscheinlich besser aus als ich. Ist aber, wie ich es zuvor schon gesagt habe, nicht ganz so relevant für dieses Video. Aber wo ist denn jetzt das Problem? An sich hört sich das doch alles geil an, oder nicht? Man muss nicht mehr nachdenken über ganz viele Sachen in League. Und genau da ist jetzt auch das Problem. Wenn du dir die Coaching-Videos auf meinem YouTube-Kanal gibst, dann sind da viele Spieler, die grundlegende Sachen einfach gar nicht wissen. Wenn man sie dann aber abfragt oder ihnen Hinweise gibt, kommen sie da langsam auch selbst auf die Lösung, was ein großartiger Lerneffekt ist. Okay Leute, jetzt mal Hand aufs Herz, auf die Anonymität des Internets. Kannst du mir genau sagen, was deine Runen machen und warum du sie in jedem Game dabei hast? Brauchst du die vorgeschlagenen Runen überhaupt? Kennst du dein Matchup so gut, sodass du sie auch ändern kannst? Zum Beispiel kriegen viele Midlaner Cookies in den Runen mit. Was ist denn aber, wenn du dein Matchup wirklich so gut kennst, dass du eher für Damage-Runen gehen könntest? Es werden in jedem Game dieselben Items gekauft und auch immer in derselben Reihenfolge. Jeder ADC-Main zum Beispiel kennt den Gameplay-Unterschied zwischen einem Krakenslayer und einem Galeforce. Wird dir Krakenslayer vielleicht in einem Game empfohlen, wo du nicht confident genug bist, um Skills zu dodgen?
Ja geil, dann bist du da in deinem Game mit deinem Krakenslayer, hast mega viel Damage, wirst aber von jeder Malphite-Ulti getroffen. Obwohl Galeforce vielleicht tausendmal besser gewesen wäre in diesem Spiel. Jetzt sagen bestimmt welche, boah Sylphie, halt doch mal dein Maul, das sind nur irgendwelche Kleinigkeiten. Aber genau das ist es nicht. Ich habe gesehen, wie Supporter sich den Chemtech Beautifier gekauft haben, weil die App ihnen das als zweites Item empfohlen hat, in einem Spiel, wo sie das gar nicht brauchen oder vielleicht auch nur minimal. Ich habe gesehen, dass Leute einen Champion First Time picken oder ein schlechtes Matchup nehmen, nur damit die App ihnen sagt, dass sie die Schwäche ihres Teams ausgeglichen haben. Ich habe sogar gesehen, dass fucking Jungler aufgehört haben zu ganken, weil die App ihnen gezeigt hat, dass sie nicht so gut farmen wie Challenger-Jungler. Ja, lass mich mal einfach eine Ward hinsetzen, damit der Vision Score auch schön höher geht. Die Postgame-Analyse sagt einem ADC, er war nicht an genug Kills beteiligt. Aber wie soll er das auch in diesem Spiel machen, wenn fast alles um die Topside herum lief? Und dann denkt man sich, fuck Digga, ich muss mehr fighten. Sind diese Apps denn jetzt wirklich so hilfreich? Natürlich, wenn der Titel des Videos sowie meine Erklärung von eben alles mehr in eine negative Richtung reingeht, kickt auch etwas der Confirmation Bias rein bei dir als Zuschauer. Ist es aber nicht auch ein Zufall, dass ich sage, dass besonders Spieler ab Dia Plus solche Apps fast nie nutzen? Wichtig Leute, ich sage hier fast nie. Tu dir doch mal später einen Gefallen und check die Kommentare ab, um zu sehen, was die jeweiligen Elos überhaupt zu solchen Apps sagen. Aber gut. Was diese Apps machen und wieso sie problematisch sind, sollte jetzt klar sein. Die Apps geben euch viele verschiedene Informationen, die jetzt auch nicht unbedingt falsch sind. Sie sind mehr oder weniger objektiv gesehen auch richtig. Das Problem liegt aber nicht bei den Informationen, sondern beim Spieler. Richtig, du bist das Problem. Sehen wir mal ehrlich, wir Menschen sind echt faul. Warum sich auch alles schwer machen, wenn man easy peasy zum Erfolg kommen kann? Warum in League trainieren, wenn man einfach nach dem besten Champion für seine Rolle fragen kann? Warum denn die Schuld bei sich selbst suchen nach einem Lose, wenn man einfach die Teammates flamen kann? Warum überhaupt erst selbst einkaufen gehen, wenn man sich einfach alles ganz entspannt nach Hause bestellen kann mit Amazon? Bevor ich aber zum dritten Thema komme, möchte ich schnell eine Sache anmerken. Solltest du ein mega casual Spieler sein, der vielleicht am Tag zwei Games spielt und sonst keine Zeit hat, sich mit League zu beschäftigen, weil es dir auch irgendwo egal ist, weil du nur Spaß haben willst, dann sei es dir auch gegönnt, Bruder, ich will dir das nicht wegnehmen. Natürlich auch, wenn du jemand bist, der ganz neu in League ist, dann sei es dir auch gegönnt, denn du hast erstmal ein paar andere Probleme. Ich finde, wenn man so 2 Jahre lang League spielt, dann sollte man sich langsam von solchen Apps distanzieren. Ist aber meine persönliche Meinung, ihr könnt sie natürlich weiterhin nutzen, so ist es nicht. Aber gut, dann kommen wir jetzt mal dazu, wie man solche Apps besser nutzen kann. Das Scouten der Teammates ist eine gute Funktion. Ob ich das jetzt auf OPGG mache oder es mir eine App instant anzeigt, ist hier Jacke wie Hose. Wenn da jemand First Time Yasuo pickt und bereits auf einer Losing Streak ist, dodge ich das Game lieber. Dieses Feature von den Apps empfehle ich euch aber nur dann, wenn ihr jemand seid, der aktiv Games dodgt. Sonst sitzt ihr in der Lobby und fuckt euch mega ab, dass ihr dieses Spiel gespielt habt, obwohl ihr gesehen habt, dass Spieler X statistisch gesehen ein Feeder ist. Grundsätzlich solltest du aber diesen Part der App ausmachen, wenn du Tendenzen zum Tilten hast. Denn wenn dieser First-Time-Yasuo-Spieler einmal stirbt, tiltest du instant weg. Die Teamcomps, das ist ein ganz leichter Punkt. Mach dir eine Liste mit allen Champions, die du wirklich spielen kannst. Dazu gehört nicht, ich habe diesen Champion einmal im Aram gespielt oder ist es Yumi, diesen Champion kann jeder spielen. Schreib dazu, welche Eigenschaften dieser Champion mitbringt. Schau nach, welche von deinen Champions jetzt in deine Teamcomp reinpasst, ohne dass du deine eigene Lane dabei abfuckst. Gerade für Solo-Queue sollte man, meiner Meinung nach zumindest, nicht immer für die Teamcomp picken, es sei denn, ihr seid in Dia 1 oder höher. Denn gerade in Solo-Queue ist die eigene Laning-Phase nochmal um einiges wertvoller. Die einzigen Ausnahmen dabei sind so Full-AD oder Full-AP-Comps. Items, Runen und Skill-Order. Grundsätzlich solltest du nach 2 Jahren Playtime sowas eigentlich gar nicht mehr brauchen. Du kannst es gerne anlassen, aber... Und das ist jetzt wichtig. Lass dich von den Vorschlägen eher inspirieren, anstatt es 1:1 immer zu übernehmen. Natürlich solltest du auch von alleine wissen, was welche Items und Runen hier wie wo machen. Average Stats plus Postgame Stats. Weg mit diesem Müll. Es gibt kein durchschnittliches Spiel in League. In dem einen Game seid ihr Hecarim, ihr könnt 24/7 den Jungle farmen und perfekt ganken. In dem anderen Spiel habt ihr einfach 3 Losing Lanes und könnt direkt AFK gehen.
Besonders wenn man sich mit einem Spieler vergleicht, der auch höher in der Elo ist. Ein typisches Beispiel, das ich oft bei den Coachings habe, ist der Agorin-Vergleich. Viele Jungler vergleichen sich oft mit ihm, was schwachsinnig ist, denn das Gameplay in Challenger und Bronze, sogar auch in Diamond, ist wie Tag und Nacht. Nicht nur von dem, was die Gegner machen, sondern auch von dem, was die eigenen Teammates machen. Schau dir von jedem Spieler ein Unranked to Challenger an und du wirst sehen, wie er in Bronze einfach komplett anders spielt als auf seinem Main-Account. Gut Leute, dann kommen wir auch zu einem Fazit. League of Legends Apps sind in der Theorie eine geile Sache. Sie haben hunderte von Funktionen, die einem Spieler helfen sollen, sich mehr auf das Gameplay konzentrieren zu können. Und ja, wie zuvor gesagt, es geht viel mehr als das, was ich angesprochen habe. Die Informationen der Apps sind meistens auch irgendwo sehr gut. Das Problem liegt aber bei den Spielern, die die gegebenen Informationen sehr oft erst gar nicht verwerten, sondern alles so hinnehmen, wie es ihnen präsentiert wird. Sind diese Apps jetzt etwas Schlechtes? Auf gar keinen Fall. Solltest du sie verwenden? Wenn du jemand bist, der nicht viel Zeit hat, um sich mit League zu beschäftigen, auf jeden Fall. Wenn du schon länger als 2 Jahre spielst, solltest du langsam versuchen, deine Abhängigkeit von diesen Apps zu lösen. Nutze sie einfach mehr als Ratgeber. Aber yo Leute, das war's auch schon mit League Opinion. Vergiss nicht, deinen Kommentar zu updaten, ob ich deine Meinung zu den League of Legends Helfer Apps verändern konnte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht, mir ein Like und ein Abo zu geben. Denn 30% von euch, die sich die League Opinion Videos geben, gönnen einem Bruder einfach nicht für seine Arbeit. Und damit wäre ich jetzt auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.